Die Stadt Wels lädt uns heute ein zum Tag der Inklusion, das heißt unter dem Motto gemeinsam verschieden sein. Eine Veranstaltung für die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Oberösterreich ist ein Land, wo Menschen mit Beeinträchtigungen in der Mitte unserer Gesellschaft sind, auf den Stadtplätzen, mitten im Leben. Und ich glaube, Wels ist eine Vorzeigestadt, eine Musterstadt, wo viel für Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht wird. Und heute zeigen wir allen, wie wichtig das ist. Der Tag der Inklusion ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für Wels, weil wir beeinträchtigte Menschen, die mit allen möglichen Widrigkeiten kämpfen, in die Mitte holen, ins Rampenlicht setzen und wir versuchen damit auf diese Problemstellungen aufmerksam zu machen. Und deswegen bin ich froh heute, dass nicht nur Vereine gekommen sind, sondern dass alle möglichen Aktivitäten sich rundherum tun, wo man mal selber spüren kann, mit welchen Problemen hier zu kämpfen ist. Der Verein Miteinander beschäftigt unsere Kinder und macht ihnen immer wieder eine große Freude. Danke dem Verein. Die Leonie Wolfsteiner hat mir gerade so eine Glückswichtel geschenkt. Ja. Was hat sie da beschäftigt? Macht sie das im Verein? Ja, genau, wir machen das im Verein, genau. Und was macht sie noch im Verein? Wir dann für verschiedene Arbeiten was herstellen, genau. Bist du oft dort? Ja, sicher, von Montag bis Freitag. Wir befinden uns jetzt beim Blinden- und Sehbehindertenverband Oberösterreich. Was ist eigentlich jetzt Ihre Hauptaufgabe? Wir tun auf der einen Seite die Ansuchen erledigen für die Mitglieder, zum Beispiel Pflegegelder ansuchen oder für einen Behindertenausweis. Was ist euer Hauptprogramm? Naja, uns ist natürlich jetzt gerade am heutigen Tage das sehr wichtig, dass es einfach eine inklusive Gesellschaft gibt, dass alle Menschen, die in der Gesellschaft teilhaben können, ob sie Einschränkungen haben oder nicht. Und darum ist einfach so ein Tag ganz wichtig für uns. Ich bin einerseits die stellvertretende Obfrau von Fokus Mensch, an der Seite mit Egon Schatzmann, die das hervorragend machen. Und es ist total wichtig, Menschen mit Beeinträchtigungen in den Vordergrund zu rücken, zu zeigen, wie gestalten sie ihr Leben, leisten auch Unglaubliches, haben so viele Fähigkeiten und Kompetenzen. Heute ist ein besonderer Tag für euch. Wieso bist du denn da? Ich bin von Miteinander da, weil ich zeige meine E-Rolle her, wie man damit umgeht und wie man fährt damit. Heute am Tag der Inklusion kannst du auch einiges aus eigener Erfahrung erzählen. Na, ich bin froh, dass es so einen Tag gibt der Inklusion, wo man sieht, wo auch in Wels gewisse Institutionen sich Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen. Eine sehr gute Idee, nicht nur der Stadt, sondern auch der Regierung, muss man was Positives auch sagen. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall durch einen Schlaganfall, bin dann mehrere Wochen im Koma gelegen. Dank des Sozialsystems und des Krankensystems in Österreich hat man mir wieder geholfen, dass ich wieder so weit dastehen kann. Ich bin immer froh, dass wir in Österreich leben und dass es dieses Sozialsystem gibt. Wenn es das nicht geben würde, würde ich heute nicht mehr dastehen. Also nochmal danke auch an die Republik Österreich, dass wir ein so gutes Sozialsystem haben und nicht, wie es heißt, ein Krankensystem mit zwei Klassen. Es ist ein Krankensystem in einer Klasse und das ist gut. Ist natürlich für mich ein sehr interessanter Tag, ich habe selber 20 Jahre in der Altenpflege gearbeitet. Da ist es natürlich immer ein Thema, dass man behindertengerecht baut, behindertengerechte Einrichtungen hat, dass man auf die Beeinträchtigungen der Menschen Rücksicht nimmt, auf die vielfältigen, die es gibt. Und darum ist das für mich natürlich ein sehr informativer und spannender Tag heute. Spielen wir mal mir zwei? Ja, ja, magst du es gern? Ja. Wie oft machst du das in der Organisation, also am Alltag, wie oft machst du das? Nicht immer. Nein. Machst du was anderes? Nein, ich spiele nicht so oft mal nicht. So meinte ich das.